Aufwärmprogramm bei den Ringern des SC Isaria Unterföhring und mittendrin zwischen den gestandenen Kerls auch ein weibliches Gesicht. Also ich bin 17 Jahre alt, heiße Ellen Riesterer und ich ringe für den SC Isaria Unterföhring. Sie hören es vielleicht schon, eine gebürtige Bayerin ist Ellen nicht. Zum Ringen kam sie damals noch in ihrer ursprünglichen Heimat. Also mein Vater hat schon erfolgreich gerungen, als er klein war und dann war er auch Trainer in Freiburg, da haben wir früher gewohnt und dann hat mein Bruder mit dem Ringen begonnen und ein paar Jahre später haben dann ich und meine Schwester auch begonnen. Seit 2004, also im zarten Alter von 6 Jahren, steht die heute 17-Jährige auf der Matte. Und das mit stetig wachsendem Erfolg. 2012 wurde ich zum ersten Mal deutsche Meisterin auf 40 Kilogramm in der Jugend. Und letztes Jahr wurde ich dann nochmal deutsche Meisterin auf 49 Kilogramm und fünfte Weltmeisterin und Europameisterin. Bei den kontinentalen Titelkämpfen in Serbien fegte sie hier von den stolzen Eltern selbst gefilmt alle Gegnerinnen weg. Im Finale besiegte sie eine Ungarin. Bei der anschließenden WM war dann im Halbfinale gegen eine Japanerin Schluss. In der Trostrunde wurde sie aber noch Fünfte. So richtig verwunderlich sind diese starken internationalen Auftritte nicht. Ellen gilt als super ehrgeizig und äußerst zielstrebig. Wenn sie was in ihrem Kopf hat, dann setzt es durch und kämpft so lange, bis sie es eigentlich erreicht. Schwächen hat sie eigentlich keine. Manchmal ist sie vielleicht ein bisschen zu introvertiert und einen Tick zu verbissen. Aber all das dürfte kein Hindernis auf dem Weg zum ganz großen Ziel sein. Und das heißt olympische Meriten. Ja, das ist ein Ziel für sie, ja. Das kann sie, glaube ich, auch erreichen, wenn sie so weitermacht, wie sie jetzt macht. Ja, schon. Und ja, noch eine Medaille auf der WM will ich eigentlich schon auf jeden Fall holen. Und Olympia wäre auch gut. 2020 könnte für die fleißige Gymnasiastin das sehr interessant werden. Zunächst einmal muss aber der Sprung aus dem Kadetten- in den Seniorenbereich gelingen. Die nötige Härte dafür sollte Ellen aber haben. Denn mangels anderer Kämpferinnen muss sie im Training in Unterföhring oft gegen die starke männliche Konkurrenz ran. Je nachdem, wenn Frauenpartner da ist, dann kämpft sie mit den Frauen auch. Aber meistens, weil wir in dem Alter, wo sie ist, wenige Frauen haben, da muss sie mit den Jungs mitkämpfen. Aber ja, da hat sie ja guten Erfolg da. Das könnte genau die richtige Schule sein, die am Ende zu weiteren EM, WM oder gar Olympianominierungen führt. Denn eines ist offensichtlich, Ellen hat den Dreh raus.